Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Wie ihr sehen könnt, wir befinden uns nicht in Sanford. Ja, also ich bin nicht zum Jabfest in Sanford gefahren. Das hat zwei Gründe. Zum einen hat das Wetter einfach nicht mitgespielt. Also ich habe gestern Abend noch bei wetter.com geguckt und da war eine Höchsttemperatur von 10 Grad angesagt, sehr viel Regen. Gut, heute war es temperaturtechnisch nicht anders in Sanford. Das Regenrisiko war ein bisschen geringer, trotzdem haben wir uns dann heute Morgen dazu entschlossen, nicht zu fahren. Ja, aber ganz einfach 10 Grad am Meer und dann noch so viel Geld pro Person auf den Tisch zu legen, das haben wir dann doch lieber sein gelassen. Nichtsdestotrotz gibt es gleich ein paar Autos zu gucken. Ja, also ihr seht gleich ein paar Impressionen vom Oldtimer-Treffen in der Weltmetropole Castrop-Rauxel. Ja, also das ist zumindest, man hört es schon, die dicke Backe-Musik. Ja, also zumindest eines der beiden Treffen, die ich heute so ein bisschen zumindest mitnehmen möchte. Leider nichts mit getunten Autos. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Nichtsdestotrotz gibt es jetzt erstmal ein paar Impressionen vom Oldtimer-Treffen in Castrop. Und ich glaube, da fahren wir gleich noch zur Oldtimer-Meile nach Bochum. Ja, die ist da in der Innenstadt. Ist auch ein super cooles Treffen eigentlich. Für die Leute, die getunte Autos sehen wollten, tut mir leid. Guck mal, da ist der Zwerg. Für alle anderen, gönnt euch das.
Ja, und das war's auch schon wieder mit dem heutigen Video. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass wir nicht nach Sanford gefahren sind, sondern uns stattdessen ein paar Oldtimer angeguckt haben. Ich muss sagen, es war trotzdem sehr, sehr schön. Und das Wetter hat zwar nicht so ganz mitgespielt, aber nichtsdestotrotz gab es viele tolle Autos zu sehen. Ich denke, dass wir dennoch jetzt die Saison über ein paar gute Treffen mitnehmen werden. Ich werde mal gucken, was so jetzt im Mai und im Juni alles ansteht, wo ich denke, dass es Sinn macht hinzufahren. Und wie immer gilt, die Leute, die sich im Video gesehen haben und das nicht möchten, einfach mal Bescheid sagen. Dann kann ich das nachträglich bei YouTube gerne unkenntlich machen. Ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Däumchen da, teilt fleißig, abonniert, kommentiert. Ihr wisst Bescheid. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tüdelü, tschüss.